Hallo Freunde Leicht Unterhalt. Willkommen zu einer neuen Folge Basteln mit Bart. Heute seht ihr, wie wir gemeinsam diese Kiefernholztischplatte, die schon einige Jahre im Keller verbracht hat und dadurch etwas gelitten hat, aufarbeiten, wieder richtig hübsch machen und außerdem ein Tischgestell dafür bauen, dass wir möglichst schnell an die Platte bringen können und wieder abbauen können. Denn das soll eine Esstischerweiterung werden, die man bei Bedarf schnell herbeiholen, aufbauen kann und wenn der ganze Besuch oder die buckige Verwandtschaft dann wieder abgereist ist, auch wieder schnell los wird, um wieder mehr Platz zu haben. Also bleibt dran, abonniert gerne meinen Kanal, guckt in die Kommentare und guckt vor allen Dingen in die Videobeschreibung für Links zu Werkzeugen und allem, was ihr hier so seht. Und ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Ja, warum möchte ich überhaupt hier diese Oberfläche der Tischplatte erneuern? Sie ist 25 Jahre geschätzt alt und sie ist von IKEA. Sie ist aus Massivholz, gab es damals bei IKEA, gibt es auch heute noch bei IKEA. Und hier waren Gratleisten drunter. Und als ich die abgemacht habe, habe ich gesehen, okay, so sah die Tischplatte mal im Auslieferungszustand aus. So sieht sie heute aus. Sie ist also stark verdunkelt und von der anderen Seite, das hier ist die Unterseite, von der Oberseite ist sie sogar an manchen Stellen so ein bisschen sparkig geworden, weil sie eben in einem feuchten Keller mal gelagert war. Ja, deswegen muss einfach die Oberfläche runter. Ich werde sie danach wahrscheinlich ölen und dann werde ich die Gratleisten auch genauso hier wieder draufsetzen. Die sind hier geschraubt und die haben einfach etwas größere Löcher als die Schrauben im Durchmesser und dann kann das also, können die Schrauben sich darin bewegen, wenn das Holz hier arbeiten sollte. Eine Technik, die ich heute selber auch noch gerne anwende, habt ihr auch schon in Videos, glaube ich, gesehen von mir. Fand ich ganz spannend zu sehen, dass IKEA das auch so mal gemacht hat. Vielleicht machen sie es auch heute noch so, das weiß ich nicht. Ich habe hier einen Bandschleifer mit Schleifrahmen. Damit kann man also dann sich langsam an die richtige Abtragsmenge herantasten. Und da ist die Gefahr nicht so groß, dass wenn man länger auf einer Stelle bleibt, dass da irgendwie eine Rille oder eine Grube sozusagen entsteht. Unbedingt eine Absaugung benutzen beim Bandschleifer wegen des ganzen Staubs, vor allen Dingen in geschlossenen Räumen. Ich werde trotzdem noch eine Maske aufsetzen. Vielleicht hört ihr es, ich bin noch ein bisschen verschnupft. Und der Staub ist auch einfach nicht gesund für eure Lungen. Deswegen tragt immer eine Maske, wenn es irgendwie geht und ihr mit solchen Maschinen arbeitet. Los geht's, hoppi galoppi. Ja, ganz kurz erwähnt sei, dass ich hier mit dem 120er Papier erstmal arbeite, um ja, das Gröbste erstmal runterzukriegen. 120er reicht hier, gibt nicht zu tiefe Rillen. Und da ist die Unterseite auch schon fertig geschliffen mit dem 120er und jetzt kommt die Oberseite dran. Anschließend an das 120er bin ich da nochmal mit dem 180er auf den Bandschleifer drüber gegangen, um wirklich so ein bisschen die groben Rillen wegzuhauen. Da sieht man schon, wie der ganze Staub fliegt. Gut, dass ich eine Maske auf habe. Und danach kam dann der kleine Exzenterschleifer zum Einsatz. Mit einem 120er Papier zunächst bin ich dann mit dem kleinen Exzenter einmal rundherum die Kanten abgegangen. Wenn ihr so eine Platte wie ich hier später ölen wollt, muss wirklich der komplette Lack runter. Es muss das nackte Holz zu sehen sein, sonst zieht das Öl später nicht ein. Danach bin ich dann mit dem 180er Papier und dem kleinen Exzenter über die Kanten und dann mit einem 240er Papier und dem kleinen Exzenter über die große Fläche. Jetzt fragt ihr euch, warum nimmst du denn den kleinen Exzenter für die große Fläche? Naja, weil ich keinen großen Exzenterschleifer habe. Aber mit dem Exzenterschleifer kriegt man meiner Meinung nach einfach das beste Schleifbild hin. Geschliffen, geschliffen, geschliffen. Schleifen macht wirklich mir zumindest nicht viel Spaß. Muss aber sein. Ihr seht, auf der Platte sieht man noch so ein paar Gebrauchsspuren, so im von hier aus gesehen rechten Bereich. Das ist aber gewollt und finde ich auch gut, weil ich finde, auch wenn das später dann im neuen Glanz erstrahlt, darf man ruhig sehen, dass das älteres Holz ist oder schon mal gebrauchtes Holz ist. Ich öle das Ganze hier mit Leinöl Firnis, das feuert das Holz schön an und hat so einen honigfarbenen Glanz, das mag ich ganz gerne. Und zum Verteilen nehme ich hier einfach ein Schwämmchen, wie immer. Und wichtig ist eben hier, wie bei jeder Ölart, dass ihr nach 20 Minuten etwa, wenn das meiste eingezogen ist ins Holz, nochmal mit einem, ich mache das eben mit einem Küchentuch, ihr könnt auch ein Baumwolltuch oder was auch immer nehmen, irgendwas Saugfähiges, die Überstände abnehmt, das Ganze schön einreibt und dann habt ihr auch ein tolles Ergebnis. So, jetzt kommen wir eigentlich zum spannenden Teil. Ich musste hier allerdings erstmal ziemlich viel aufräumen und rumräumen, denn mein Abricht- und Dickenhobel steht jetzt vor dem Tor dieser Garage. Und ja, damit ich in der Mitte mehr Platz habe, ist das sehr praktisch, aber dafür muss man ein bisschen rödeln, bis er denn einsatzbereit ist. Nach dem Rödeln habe ich dann einfach die Kanthölzer, die ich mir vorher schon auf eine handliche Länge abgelenkt hatte,
abgerichtet und ihr müsst im Baumarkt einfach eben ein bisschen drauf achten, dass ihr da nicht die krummsten Bananen der Welt erwischt, sondern ein bisschen was Gerades und dann klappt das in der Regel auch ganz gut. Nach dem Abrichten, also dem Herstellen einer ebenen Fläche und einer zweiten ebenen Fläche im 90-Grad-Winkel dazu, ihr kennt das ganze Prozedere, habe ich die Dinger dann einfach auf dicke gehobelt, sodass ich nachher einheitliche, gerade Kanthölzer hatte. So, die Dinger sind jetzt gehobelt und haben schon eine brauchbare Oberfläche, noch ein bisschen rau, wird aber ja später noch geschliffen. Das Raue liegt übrigens nicht daran, dass mein Hobel Mist ist oder ich das nicht kann. Ich glaube zumindest, dass es so ist, dass einfach hier eine wilde Maserrichtung vorhanden ist und außerdem ist das Weichholz. Das kriegt man einfach mit so einem Hobel, wie ich ihn habe, ohne Spiralmesserwelle nicht absolut glatt gehobelt. Ja, vielleicht gibt es jetzt Kommentare, dass das doch alles funktioniert. Dann verratet mir aber auch bitte wie. So, weiter im Text. Ich habe mir das folgendermaßen überlegt. Zwei von diesen Kollegen, nämlich die äußeren hier, werden sozusagen zwei Tischbeine. Und ich baue jetzt zwei identische Teile, nämlich Tischbein. Und da, wo ihr jetzt seid, bei der Kamera, also hier oben, wird dann die Tischplatte, Moment, ich muss das mal eben zurechtschieben, so. Und ich werde dann von hier unten sozusagen zwei Schrauben mit Sterngriffen anbringen, sodass man das halt, und mit Rampermuffen in die Tischplatte, dass man also von hier unten sozusagen schnell das Ganze an den Tischrand schrauben kann. Und das heißt, hier oben gibt es so einen Querfries, dann hier die zwei Tischbeine. Und unten, ich weiß noch nicht so hundertprozentig auf welcher Höhe, gibt es dann hier noch eine Querverbindung zwischen den zwei Tischbeinen. Das finde ich zum einen relativ bequem, weil man da dann die Füße drauf abstellen kann. Und zum anderen soll das eben vor Wackeln schützen. Hundertprozentig bombenfest wird dieser Tisch, glaube ich, nicht. Oder dieses Tischgestell. Aber ich werde es eben so fest wie möglich machen. Und das Ding hier unten hat noch eine super weitere Funktion. Falls das Ganze mir zu sehr wackeln sollte, habe ich noch einen 6x8 Balken überbehalten. Den kann man dann sozusagen von hier zu dem, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ich gucke jetzt sozusagen hier unter die Tischplatte, könnte man den von hier rüber zum anderen Gestellteil machen, unten so als Querverbinder, dann sollte da nichts mehr wackeln. Ist ein bisschen schwierig sich jetzt vorzustellen, seht ihr aber gleich, wenn es fertig ist. Wie will ich das hier verbinden? Ich werde hier eine klassische Überblattung machen, also 1, 2 Überblattungen, 3, 4 Überblattungen. Hier oben, der Teil wird 70 cm breit und dann auch so breit bleiben, die Beine werden etwas zurückspringen. Hier unten, dieser Querverbinder, der wird genauso breit gleich abgelenkt, wie die Tischbeine auseinander sind, wie das genau ist, weiß ich noch gar nicht. Ich schätze mal, ich lasse die hier oben 5 cm zurückspringen. Das reißen wir uns jetzt erstmal an. Als erstes habe ich mir hier noch eine kleine Ecke außen am Querfries angerissen. Die werde ich dann noch entfernen. Ich glaube, das waren, weiß ich gar nicht, 3 oder 4 cm, die ich da jeweils abgemessen habe. Und dann habe ich mir das Ganze schön markiert, damit ich das später auch nicht verwechsel. Und diese Ecke soll eben dafür sorgen, dass es nicht so klobig aussieht, sondern ein bisschen gefälliger. Damit markiere ich quasi den Rücksprung des Tischbeins. So, und jetzt will ich ja von hier bis hier irgendwo anreißen. Da werde ich ja eine Aussparung machen für die Überblattung. Und dafür nehme ich natürlich gleich das Tischbein als Maß und messe das nicht aus, sondern zeichne mir es direkt mit dem Tischbein, das dahin kommt, an. Vorher ist im rechten Winkel hier nochmal eine Hilfslinie gezogen. Das wird die eine Seite der Aussparung sozusagen dann sauber das Tischbein anlegen und auf der anderen Seite eine Linie ziehen. So einfach ist das und da wird dieses Tischbein später perfekt reinpassen. Deswegen nehmt euch immer das Material als Maß und messt das nicht in Zentimetern oder Millimetern aus. Jetzt brauchen wir genau die Mitte unserer Materialstärke. Da nehme ich einen Trick vom alten Ricker. Ungefähr die Mitte anpeilen mit dem Streichmaß und jetzt von beiden Seiten kleine Markierungen machen. Ihr habt gesehen, ich war jetzt etwas zu kurz eingestellt. Jetzt habt ihr aber zwei Markierungen auf dem Holz. Jetzt braucht ihr nur noch den Abstand zwischen diesen beiden Markierungen mitteln. Und das kriegt man mit bloßem Auge ziemlich gut hin. Nochmal gegenkontrollieren und die Klinge greift da schon ziemlich perfekt rein. Und das reicht für unsere Anwendungsfälle hier. Und jetzt reiße ich mir damit also an, wie tief diese Aussparung für die Überblattung sein muss. Das kann man in so weichem Holz ruhig ein bisschen kräftiger machen. Da reißt nichts aus und da ist die Gefahr, dass ihr dem Faserverlauf folgt, auch sehr gering. Dieses Tischbein soll jetzt hier rein versenkt werden sozusagen. Dort muss also Material weg, aber da gut zureden, da nichts hilft, werden wir das
entfernen müssen. Und dafür legt ihr euch jetzt nochmal die Materialstärke oben an, fühlt mit den Fingern oben, leider hier nicht im Bild zu sehen, ob das auch schön bündig anliegt und markiert euch das wieder mit eben der Materialstärke. Schon habt ihr quasi den unteren Riss eurer Aussparung und markiert euch auch hier immer schön mit ein paar Kritzeln, was wirklich weg soll. Dann nehmt ihr euch einen kleinen Winkel, den hier finde ich sehr praktisch, das Ganze nochmal nach unten. Und wenn das erledigt ist, kommt wieder das gute Streichmaß zum Einsatz, das die ganze Zeit während der anderen Anrisse jetzt immer so eingestellt bleibt. Und dann reißt ihr euch auch hier wieder die Mitte des Materials an. Diese Risse sieht man hier jetzt auf dem Kamerabild nicht so gut. Ihr könnt die aber auch gleich dann nochmal mit dem Bleistift nachziehen. Genau, und jetzt machen wir das Ganze auch an der Stirnseite und einmal rundherum. Jetzt ist das Ganze angerissen. Zum Sägen, damit ihr euch auf den Sägeschnitt konzentrieren könnt und nicht abgelenkt werdet, weil das Ganze wackelt, zwingen wir uns das Ganze gut fest. Ich nehme jetzt hier meine Duzuki, ist das glaube ich, ne? Und säge jetzt hier erstmal von Hand einfach von oben möglichst gerade runter. Ihr könnt das auch mit einer Kreissäge machen, ihr könnt das auch alles von Hand wegstemmen, ihr könnt das mit einer Oberfräse machen oder wie auch immer ihr wollt. Ich mache das jetzt hier so von Hand, weil ich glaube, dass das eine gute Idee ist und relativ schnell geht. Als nächstes kommt jetzt die Ryoba zum Einsatz. Damit säge ich jetzt in das Stirnholz. Warum die Ryoba? Naja, die hat oben keinen Rücken. Damit kann man also unendlich lange Schnitte machen, weil der Rücken nicht im Weg ist. Und sie hat so eine grobe Zahnungsseite, mit der man sehr gut ins Stirnholz, also längs zur Faser, sägen kann, wie ich finde. Genau, und hierbei solltet ihr euch gut auf euren Riss konzentrieren, denn natürlich, wenn man in Faserrichtung sägt, kann es auch mal passieren, dass man dort mit dem Schnitt verläuft und dann müsst ihr das hinterher korrigieren. Sägt immer im Abfall, also eher auf der Abfallseite des Risses, als auf der anderen Seite und dann kann eigentlich auch nichts schief gehen. Das war jetzt die eine Seite der Überblattung. Wir brauchen ja noch die andere. Da wir dort aber nur schwer mit den Japansägen das ganze Material raussägen können, habe ich mich dazu entschieden, das mit meiner Tischkreissäge zu machen und meinem Schiebeschlitten. Hier seht ihr, dass ich jetzt sozusagen erst auf der einen Seite beginne und dann, warum auch immer, direkt auf der anderen Seite den ersten Riss säge und dann arbeite ich mich sozusagen Sägeblattbreite um Sägeblattbreite dadurch und entferne das ganze Material. Das ist jetzt die eine Seite der Überblattung und so sieht sie aus der Nähe aus. Ja, kann man machen, ne? Und das hier ist jetzt die andere Seite der Überblattung. Da sieht man noch ein bisschen die Sägeblattspuren, weil es eben kein, weil es ein Wechselzahnblatt ist, so, aber das ist mir egal. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das Ganze auch ineinander passt. Und wie ihr sehen könnt, passt es ziemlich gut. Ich bin zufrieden damit. So, Dili, wir haben jetzt das auf beiden Seiten hier, diese Überlappung hergestellt. Auf der einen Seite ist es echt ein sehr snugger Fit, wie man jetzt in Neudeutsch sagen würde. Und hier links ist es ein bisschen loser, weil ich da ein bisschen neben dem Riss gesägt habe oder ein bisschen viel vom Riss weggesägt habe an der Kreissäge. Aber das wird halten. So, und was machen wir jetzt als nächstes? Wir werden jetzt dieses Stück hier hinten ablenken. Und zwar nehmen wir uns dafür das Maß genau hier oben von Tischbein zu Tischbeinkante. Und das wird dann hier unten als Querverstrebung genauso mit diesen Überlappungen eingearbeitet. Allerdings mache ich dann die Überlappung auch genau von der unteren Seite sozusagen. Also von hier im Tischbein was wegnehmen und dann von hier in der Querverstrebung, dann wird das quasi, wie ihr das hier liegen seht, von unten da eingesetzt. Genau, die Tischbeine habe ich auch schon abgelenkt. Die sind 2,5 cm kürzer, als sie eigentlich sein müssten. Der Tisch soll 74 cm und ein bisschen Höhe der Tischplatte haben, weil er wird ja an einen anderen großen Tisch rangestellt und damit da kein Versatz ist, habe ich mir aber so einstellbare Füße für hier unten besorgt. Ich bin mal gespannt, ob das nachher gut funktioniert, werden wir zusammen herausfinden. Jetzt erstmal
hier die Überlappung herstellen, ablenken und so weiter. Ihr seht das Ablenken jetzt im Turbo-Schnelldurchgang und den ganzen Rest auch. Hier wird ratzifatzi mit der Dosuki, wie gerade eben auch, das Material weggenommen, damit die Aussparung oder die Überlappung, Überblattung eben funktioniert. Und dann habe ich hier noch mit dem Grundhobel ein bisschen nachgearbeitet, weil ich da mit dem Schnitt doch ein bisschen verlaufen bin. Und dann mit der Kreissäge, piu, 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 wird hier das ganze Material weggenommen. Und schon ist diese Querstrebe unten fertig. Ja, und dann ist es eben auch an der Zeit, das Ganze einmal trocken zusammenzubauen, um zu gucken, ob das fittet, wie der Ami sagt, ne? Und das tut es in diesem Fall. Eine Seite ist, wie gesagt, ein bisschen lose. Das seht ihr hier, die fällt von alleine auseinander, aber mit Leim wird das eben halten. Und jetzt gucken wir mal, ob die Strebe unten reinpasst. Und hier seht ihr, das passt ganz ordentlich, würde ich sagen. Dann noch schnell mit dem Schiebeschlitten für 45 Grad Schnitte diese Gefälligkeitsecke, nenne ich sie mal, von den Querfriesen auf beiden Seiten entfernen. Und dann fehlt eigentlich nur noch die Befestigung der Querfriese an der Tischplatte. Aber dann wurde dieses Projekt ein bisschen knifflig. Da, hier seht ihr jetzt einen der Querfriese. Hier kommt nachher oben die Tischplatte drauf. Und was ich auch noch vergessen habe, ist zu erwähnen, ich habe mir hier jetzt mal so ein paar Bolzen besorgt. Das sind M8er Maschinenschrauben. Das ist auch noch eine M8er. Und hier habe ich eine M8er Rampermuffe. Die kommt ja später dann in die Tischplatte rein. So, jetzt möchte ich hier aber nicht so ewig lange Bolzen verwenden. Und zum anderen möchte ich auch nicht, dass hier unten irgendwie die... Also ich will die nicht jedes Mal mit der Knarre oder mit einem Schraubenschlüssel drehen müssen, sondern ich möchte die möglichst von Hand schön anziehen können. Jetzt habe ich aber das Problem, Sterngriffschrauben habe ich im Baumarkt, wo ich heute nur hin konnte, leider nicht in ausreichender Länge gefunden. Die gibt es nur in 40 mm Länge. Das hier sind jetzt, glaube ich, sogar 80 mm, nee, 60, genau. Und ich möchte auch nicht, dass diese Knäufe oder Griffe hier so weit rausstehen. Also habe ich mir Folgendes überlegt. Tada! Das hier ist der zweite Querfries, den habe ich vorhin schon mal testweise so angepasst, wie ich das jetzt auch mit diesem hier machen werde. Hier sind jetzt solche Täler, Aussparungen, nennt es wie ihr es wollt. Ich habe das hier schön angeschrägt und hier kann ich jetzt den Bolzen weit genug rausstehen lassen, damit er hier schön in die Rampermuffe greift. Und ich werde dann hier auf den Kopf noch einen Griff mir erstmal was basteln und vielleicht dann später nochmal richtige Sterngriffschrauben bestellen. Und dann kann man das Ganze auch befestigen. Jetzt machen wir auch noch bei dem zweiten hier diese Vertiefung rein. Dann bohren wir hier Löcher durch und dann sind wir schon fast fertig. Ja, das klingt ganz einfach. Mal gucken, wie es gleich wird. Also ich habe dann hier diese Schrägen an der Bandsäge angesägt. Und dann wieder lustig, piu, 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 hier an der Kreissäge das Material in der Mitte weggenommen. Dann müssen da natürlich noch Löcher reingebohrt werden, wo dann die Bolzen durchkommen. Und dann habe ich angefangen, Griffe zu bauen. Und jetzt wird es ein bisschen komisch. Ja, ich bin viel zu dicht mit den Fingern am Bandsägeblatt, darum geht es hier aber nicht. Guck, ich habe auch einen Schiebestock und ich benutze ihn auch, also bitte nicht meckern. Ich habe die Dinger dann noch am Bandschleifer, nachdem ich sie grob vorgeschnitten habe, rund geschliffen, so gut es ging, denn ich wollte ja, dass die auch wirklich schön aussehen und wirklich rund sind. Dann habe ich den Schraubenkopf dort mühsam angezeichnet und dann habe ich tatsächlich in guter Tischlermanier, wie auch immer, Bastlermanier, das mit dem Stecheisen da rausgepopelt. Das war eine ganze Arbeit, denn ich habe das ja für vier Griffe gemacht, nicht nur für einen. Da habe ich den Bolzen reingeprügelt, damit er da auch drin sitzt. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein, das sieht aus wie Fressen und Saufen, dann habt ihr recht. Ich fand es auch nicht schön. Und dann fiel mir ein, dass ich in einer ganz hellen Sekunde meines Lebens gestern unser altes Sofa entsorgt habe und dabei diese Bolzen auf die Seite gelegt habe, weil ich mir gedacht habe, die kann ich ja noch gebrauchen. Es sind Gewindestangen, wenn man es genau nimmt, mit einer Aussparung in der Mitte. Und die können wir gleich wunderbar in die Rampermuffen schrauben. Die sind 80 mm lang und dann kommen da Sterngriffmuttern drauf. Also runde, selbstgebaute Griffe weg, Gewindestangen behalten, Problem gelöst. Jetzt müssen nur noch die Rampermuffen in die Tischplatte. Dafür markiere ich mir hier mit dem 10er Bohrer, mit dem ich auch diese Löcher gebohrt habe, damit da ein bisschen Spiel ist für die Bewegung des Holzes, wo die hin müssen. Mit dem Messschieber eben gucken, wie tief muss denn diese Rampermuffe da rein. Ist egal, was da für eine Zahl auf dem Display steht. Unten guckt dieser Pinökel raus. Ja, so heißt das Ding. Dann markiere ich mir mit dem Klebeband an meinem Bohrer, wie tief muss das da rein. Fertig ist die Lauge. Da muss man keine Wissenschaft draus machen. Akkubohrer,
Loch rein, nicht zu tief bohren, sonst kommt es aus der anderen Seite raus, dann wird das Projekt versaut. Und dann kommen die Rampermuffen da rein. Vorher senke ich die Löcher nur eben an, damit die Rampermuffen wirklich plan da reinpassen. Hier mit dem Innensechskant geht das super. Die Rampermuffen empfehle ich euch. Und schon sind die Dinger da drin. Keine Wissenschaft, fertig. Das Ganze macht ihr viermal und dann habt ihr es auch schon. Weiter geht's mit den Tischgestellen. Die müssen natürlich noch verleimt werden. Den Leim solltet ihr gut verpinseln und dann ein bisschen, wenn das stramm sitzt, mit dem Hammer reinklopfen, ist okay. Diagonale kontrollieren, ob es auch im rechten Winkel ist. In meinem Fall passt da alles. Dann habe ich mit dem Handhobel, nachdem das Ganze getrocknet war, die Verbindung gut verputzt, damit diese Friese auch schön plan an der Tischplattenunterseite aufsitzen. Dann war es Zeit, das Ganze das erste Mal zusammenzubauen. Gewindestangen reinschrauben, Tischgestell draufsetzen, passt schon mal, Sterngriffmuttern haben, die erstmal lose draufschrauben, dann festziehen und freuen. Was zu tun blieb, war, alle Kanten der Tischgestelle abzurunden. Falls ihr es immer noch nicht gemerkt habt, ich habe zwei davon gebaut. Das habe ich mit einem Abrundfräser 9mm gemacht und mit meiner kleinen Kantenfräse. Und das ging eigentlich ruckizucki, ist und bleibt aber immer noch eine ganz schöne Sauerei. Anschließend blieb natürlich nur über, die Dinger zu schleifen und das Ganze wieder 120, 150, 180, 240. Genau, ja, und nachdem das ganze langweilige Schleifen aber dann irgendwann endlich erledigt war, kam noch eine kleine Besonderheit, die ich mir überlegt habe, dazu. Ich habe in die Tischbeine von unten mit einem, ich glaube, 28 mm Forstner Bohrer ein ungefähr 1 cm tiefes Loch gebohrt und dann noch mit einem 11 mm Holzbohrer tiefer gebohrt, denn da sollen verstellbare Füße rein, genau, damit der Tisch nicht wackelt. Die werden dann einfach mit so Einschlaggewinden da reingekloppt. Ich war ein bisschen skeptisch, ob das, ja, robust genug ist, aber werdet ihr gleich sehen. Dann habe ich die ganzen Gestelle natürlich noch geölt und zwar mit der gleichen Leinölfirnis, mit der ich auch schon die Tischplatte behandelt habe. Weil das hier frisches Holz ist oder neues Holz und die Platte natürlich altes Holz, werden da erstmal farbliche Unterschiede zu sehen sein. Finde ich aber auch okay, dass man sieht, das hier ist neu, das hier hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und im Laufe der Jahre sollte sich dieser Farbunterschied auch immer wieder, immer mehr angleichen, sodass das Gestell dann nachdunkelt und direkt ein paar Tage nach dem Ölen konnte man schon sehen, dass das losgeht und das Gestell auch schon etwas dunkler geworden war. Genau, auch hier gilt natürlich 20 Minuten nach dem satten Einölen den Überstand wieder abnehmen mit einem saugfähigen Tuch, damit es keine feuchten und klebrigen Stellen gibt. Dann habe ich das Ganze final einmal zusammengeschraubt und in meine Werkstatt hingestellt. Ihr seht hier, oh, das wackelt noch, warum wackelt das? Oh, das Tischbein ist zu kurz. Naja, aber hey, das können wir noch anpassen. Und nachdem ich mich daran erinnert habe, wie rum man so ein Gewinde eigentlich drehen muss, kleiner kurzer Moment der geistigen Umnachtung, war das Ganze sehr, sehr standfest. Und ihr seht hier, da wackelt wirklich und ehrlich nichts mehr. Für mich heißt das, die Feiertage können kommen, für euch hoffentlich auch. Vielleicht ist das ja eine Idee für euch zu Hause oder vielleicht auch eine Geschenkidee für die Schwiegermutter oder so. Wer hatte schon mal einen Tisch unter einem Tannenbaum liegen? Ich noch nicht, ist ja mal eine Überraschung. Also, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren, mit euren eigenen Händen mal etwas zu tun und etwas zu erschaffen. Das steckt alles in euch, das weiß ich genau. Also geht mal raus und bastelt was. Macht jetzt mal die Flimmerkiste, Handy oder wovor ihr auch immer gerade sitzt, aus. Und jetzt ist mal gut mit Medienkonsum. Ab in die Werkstatt und selber was machen. Vorher noch diesen Kanal abonnieren, damit ihr mich unterstützt. Ansonsten schönen Tag noch.